Weil diejenigen, die fit sind, die standen nur am Wegesrand und haben damit Kommentare gegeben, größtenteils. Ja. Aber ich hatte auch noch ein persönliches Erlebnis. Ich war mit der Planung nicht so ganz vertraut, wie das alles abläuft und dachte, okay, wir gehen da erstmal hin und schauen wir mal. Jedenfalls, ich wollte mir an so einem Stand dort was zu trinken und was zu essen holen. So, ich hatte dieses T-Shirt an, ja, was klar erkennbar macht, dass ich wahrscheinlich ein Rassist bin. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich wurde darauf hingewiesen, an der Seite aushängende Hausordnung, da stand drauf, wir bedienen keine Rassisten. Ich sage, naja, also ich fühle mich nicht als Rassist, eher als Demokrat. Nein, meinten sie so. Der Grund war, hinter mir waren auch noch Leute, die hatten eine zusammengerollte Deutschlandfahne und die hatten dann noch mit denen diskutiert, ich habe das sein lassen, ja. Die haben mit denen noch diskutiert, was rassistisch an einer Deutschlandfahne ist. Das muss man sich echt mal überlegen. Aber ich hätte es ja verstanden, wenn sie mit einer Hakenkreuzfahne aufgetaucht wären. Aber eine Deutschlandfahne zusammengerollt, die wollten auch nur was trinken kaufen. Ne? Wenig später habe ich dann im Internet entdeckt, das waren wahrscheinlich dann mehrere Leute, die doch versucht haben, von der Demo was zu trinken zu bekommen. Also die hätten wahrscheinlich einen guten Umsatz gemacht. Ja? Nein, da hat sie dann ein Schild hingehangen. Keine Bedienung für Demo-Teilnehmende. Und ich habe dann nur gesagt, als man mich gebeten hat, dort zu gehen, habe ich dann gesagt, und genau das, was ihr hier macht, ist gelebter Rassismus. Zu mehr Diskussion habe ich mich dort nicht eingelassen, weil es hat ja auch das Ergebnis gezeigt, es hat keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn, mit solchen Leuten zu diskutieren. Allem in allem war es trotzdem eine sehr gelungene Veranstaltung und vielen Dank an alle, die dort waren und die auch die das organisiert haben. Respekt. Ja, nicht nur die Leute, die Demokraten sind, sondern auch die Leute, die sich für solche ausgeben, haben natürlich auch sogenannt ein Gedenken an den Nürnberger Kodex 75 Jahre gemacht. Das waren Steinmeier und Söder. Ja? Man kann es eben sich nicht ausdenken, sowas, ja. Sie selbst verstoßen seit dem Impfstart gegen den Nürnberger Kodex, betrügen und belügen die Menschen seit März 2020, ja, das ganze Land und begehen dabei massenhaft Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Die sind mitverantwortlich für zerstörte Existenzen, Suizide, töten Leute mit Genspritzen, ja, die sie verharmlosend als Impfung bezeichnen. Und ich sage nochmal, für mich sind das keine Experimente. Weil, wenn ein Tierversuch ergibt, dass 100% aller Versuchstiere tot sind, dann ist es mir ein Unding, wie man das Ding dann einem Menschen nehmen kann. Ich denke, das ist voll bewusst gemacht. Und das ist kein Mord, das ist Massenmord. Das ist Suizid. Letztendlich quälen sie mit Masken und Tests auch Kinder, ja, und versuchen mit diesem Hygienefaschismus eine Gehorsamkeit zu erzwingen. Ja, und letztendlich stellen sie sich da auch hin mit einer Maske, die letztendlich für viele eigentlich nur noch eine Uniform ist. Ja, wer eine Maske trägt, wer die widerspruchslos aufsetzt, das ist wie eine Uniform, ich bin dabei, ich mache das mit. Das ist mittlerweile nach den ganzen Jahren wie ein Ausweis, ich bin dafür, ich mache damit. Ja, es ist unglaublich. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Erkennungszeichen und genau diese Bilder werden wahrscheinlich auch in die Geschichte eingehen. Ja, das hoffe ich zumindest. Dann habe ich mal wieder Post gekriegt. Eilige Terminsache von der Commerzbank. Da oben waren sie mal. Und sie schreiben mir, weil ich hatte ja die Zustimmung zu den neuen AGBs. Und die hatte ich ja nicht vorbehaltlos unterschrieben. Ich hatte da reingeschrieben, ich erkenne sie an unter dem Vorbehalt einer Enteignung. Und das haben sie mir zurückgeschrieben. Ja, da steht dann da, sie müssen die Fortführung unserer Geschäftsbeziehung benötigen, wir ihre Zustimmung haben. Das ist nochmal geschrieben. Aber in einem relativ, hier ist sogar ein Ausrufezeichen, ne? Ein Ausrufezeichen. Und da steht dann da, erhalten wir Ihre Zustimmung nicht bis zum 31.10. müssen wir überprüfen, ob es uns möglich ist,
unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen fortzuführen. Nun, die Sache hat ja einen Hintergrund. Ich habe ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, wie die Gesetzmäßigkeiten so sind und auch die, was in den AGBs drinne steht. Ja? Und letztendlich hat das eigentlich nur was damit zu tun mit der Enteignung von Bankkunden durch Regierungs-, mit dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, SAG. Das sollte man sich auch mal zu Gemüte führen. Und zwar, ich glaube nicht, dass euer Bankberater euch schon mal darüber aufgeklärt hat. Der darf es nämlich gar nicht. Ja? Und die ganzen Sparguthaben, die können auf Anordnung der Regierung eingezogen werden. Und keiner kann sich davon wehren. Also jeder, der sein Geld noch irgendwo bei der Bank hat, das ist wie Zocken. Kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Aber wenn die jetzt schon so einen Druck machen, ja, ich verwette meinen Arsch darauf, der Bail-in kommt. Ja. So. Und wie gesagt, das ist hochbrisante Gesetz wurde irgend so abendlicher Stunde im Bundestag verabschiedet, wenn natürlich keiner mehr da ist. Und in den schönen Qualitätsmedien, wer hat davon was gehört? Alle schreien sie hier, gell? Keiner. Das kam nämlich auch gar nicht. Ja. So, und selbst für die Bankangestellten gibt es da drin einen Maulkorbparagrafen. Die dürfen also nicht darüber reden, weil was würde denn stattfinden? Es würde ein Bankenrand stattfinden und Leute würden versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Ja. Und es geht so weit, dass sogar Aktionäre der Bank enteignet werden können. Also da ist die Bank weg. Wenn die Bank ist komplett weg und alles, was dort war, dein Konto und deine Karte kannst du nehmen und zerreißen. Das war's. Ja. Und es gibt halt, weil sie halt Angst haben, dass jeder noch einen guten Anwalt hat und sagt, okay, dann verklage ich halt die Bank. Ja? Weil normalerweise verstößt das noch gegen aktuelle Gesetze. Also es ist wirklich so. So, dann hatten wir letzte Woche ja eine etwas beängstigende Meldung, sage ich mal so. Da gab es einen Anschlag auf den Alexander Dugin. Zumindest sollte es auch den sein. Und da haben die Gemüter natürlich hochgekocht, ja. Auch wenn die ganzen Details dazu noch offen sind, ja, scheint es, dass zumindest auf diesen Berater von Putin und Verbündeten von ihm, ja, von Putin, dieses Attentat fehlschlug. Letztendlich wurde seine Tochter mit dem Auto in Stücke gerissen, ja. Und das Ganze ist in einem Vorort von Moskau passiert und wahrscheinlich hat er nur überlebt, ihr Vater, weil er kurzerhand mit einem anderen Auto mitgefahren ist, mit irgendjemand, die war nach einem Festival. So, und das hat natürlich auch Reaktionen ausgeübt, also ausgelöst. Ja. Für mich ist das die Handschrift vom MI6, typisch MI6-Aktion. Ja. Und Putin hat ja gesagt, wenn auf uns weiter sowas ausgeübt wird, wir kennen die Adressaten. Ja. Und das ist eine Riesengefahr. Dann komme ich manchmal nicht mehr aus dem Lachen raus, ich gehe mal ein Stückchen westlich nach Kiew, ja. Oder besser gesagt das Saporosche. Da habe ich letzte Woche gefragt, cui bono. Ja? Und unser netter Wladimir Selenskyj, der behauptet wirklich, nachdem beschießen sich die Russen selbst, das nicht nur einmal, sondern wiederholt. Und wenn das irgendwo im Feld wäre, da könnte ich ja noch darüber lachen. Aber es geht hierbei um das größte europäische Atomkraftwerk. Also das ist fünfmal größer wie Tschernobyl. Und wenn dort was schief geht, dann haben wir alle global ein Problem. Ja? Da können wir Fukushima und Tschernobyl zusammennehmen, da ist das noch harmlos dagegen. Und dass diese Leute genau wissen, was sie machen, zeugt nämlich davon, dass sie nicht die Reaktoren beschießen, weil sie, da kommen sie gar nicht durch. Die haben so eine dicke Panzerung, so einen dicken Mantel, da kommen sie gar nicht durch mit keiner Granate, Gott sei Dank. Aber sie haben das Wasserkraftwerk und Staudamm und die Elektroleitung, die für die Kühlung dieser ganzen Reaktoren, für die Brennstäbe zuständig ist. Und was passiert, wenn die Brennstäbe nicht mehr gekühlt sind, wissen wir alle von Tschernobyl. Ja? Und das würde in einem viel stärkeren Maß. Deshalb ist die Frage, warum sollten die Russen selber ein Atomkraftwerk, was sie besetzt halten, und dort mit den Ukrainern zusammenhalten, warum sollten die das beschießen? Oh, das nächste Corona-Opfer. Ja, und wie gesagt, diese Lüge, ja, die hat ja mittlerweile schon von den selbsternannten Qualitätsmedien des Wertewestens, das glaubt ja keiner mehr, das ist ja so eine dämliche Lüge, ja,
das glaubt keiner mehr. Und deshalb kann man das auch nicht mehr verkaufen. Ja? Und selbst die Russen haben ja versucht, die internationale Atomenergiebehörde dorthin zu bekommen. Ja? Und die selber sagen ja, dass die Russen, also unsere Medien sagen natürlich was anderes, die Russen würden sie nicht hinlassen. Die Russen haben sie aber eingeladen, das steht auch auf der Webseite von der IAEA. Und das Witzige an der Sache ist, oder das Brachiale an der Sache ist, die Ukrainer wollen nicht. Und das ist ja ukrainisches Territorium, also sagt die Energie, internationale Atomenergiebehörde, ja, solange uns die Ukrainer dort nicht einladen, dürfen wir nicht hin. Und Selenskyj tut natürlich alles, dass die dort nicht hinkommen. Ja? Wie gesagt, wenn die Russen das beschießen würden, würden sie Gefahr gehen, dass weite Teile von Russland unbewohnbar wären. Also so blöd kann man gar nicht sein. Ja? Und ich frage mich echt, wie wahnsinnig muss man sein, wenn man versucht, einen atomaren Super-GAU auszulösen? Ja? Wie verzweifelt muss man sein, wenn man ein Atomkraftwerk beschießt? Die Ukraine, alle ringsherum, ist platt danach. Ja? Was soll das? Völliger Irrsinn. Ja? Und mittlerweile haben auch sogar unsere Qualitätsmedien begriffen, dass diese Lüge wirklich dem Dümmsten nicht mehr zu verkaufen ist. Ja? Und da hat die Deutsche Welle geschrieben, es geht nicht mehr darum, ob es so war oder wer es war, sondern es geht darum, die Ukraine hätte ein Recht darauf, ihr Atomkraftwerk zu beschießen. Na klar. Ich zitiere, der Beschuss des Kernkraftwerks Schaporosche ist legal und verstößt nicht gegen die Genfer Konvention. Ist aber selten dämlich, oder? Ein Atomkraftwerk zu beschießen. Ja? So, und jedenfalls kam sie dann, dass es kein striktes Verbot des Beschusses eines Kernkraftwerkes gibt. Ja? Das, und da ja russisches Militär von dem Strom dort mit existiert, deshalb wäre es die Legitimation, das zu bombardieren. Irre. Ja? Also da kann ich nur sagen. Und weil das die Deutsche Welle aus Moskau, die ja immer noch dort senden dürfen, das auf ihrer Webseite haben, das hat natürlich jemand in Kiew nicht gefallen. Ja? Und den wurde dann vom ukrainischen Außenministerium vorgeworfen, dem russischen Dienst der Deutschen Welle, Erzählungen russischer Propaganda zu verbreiten. Ja? Die deutschen Partner wurden aufgefordert, darauf zu reagieren. Das muss man sich mal überlegen. Das ist sowas von geistesgestört. Ich weiß nicht, was nimmt der Selenskyj? Ich weiß es nicht. Aber entweder nimmt mehr oder weniger davon. Also, so geht es auf keinen Fall. Ja, er kriegt viel Geld, ja, aber das Geld wird ihm irgendwann nichts mehr nutzen. Ja. Das Geld wird ihm nichts mehr nutzen. Weil ich denke mal, irgendwann, wenn die Ukrainer wirklich kapieren, was das für eine Marionette der Amerikaner ist, dann wird er dort am Laternenpfahl hängen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und ja, das ist erstmal ein völliger Irrsinn. Da kann ich echt nur hoffen, dass keines dieser Dinge eskaliert. Und weil, wie gesagt, wenn die Energieversorgung eines Atomkraftwerkes, ja, die Kühlung unterbrochen ist, mag sich keiner ausdenken, was dann ist. Ja. Dann können wir auch gleich die Atomwaffen zünden. Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, es ist das Größte von Europa. Ja. Das ist also nicht irgendwie Lubmin oder so ein kleiner Forschungsreaktor. Das ist richtig, da ist richtig Leistung dahinter. Und wenn das Ding zum Super-GAU kommt, weil keine Kühlung mehr in 6 Reaktoren stattfindet, dann Prostmahlzeit. Dann können wir hier alle einpacken. Ja, in diesem Sinne, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Vielen, vielen Dank an die, die noch auch am Samstag in Rostock waren. War hart, aber war schön. Und ich hoffe, das war auch nicht das letzte Mal. Und wie ich sehe, da haben wir schon 50 Leute zusammen hier. Das ist gut. Es gibt nämlich heute eine neue Runde, eine neue Strecke. Ich habe aber keine Ahnung, von wer die auserkoren hat. Ich habe sie auch nur zugeschickt bekommen mit Segnung der Polizei von Bergen. Ja. So, wir haben natürlich sicher noch weitere Leute, die was sagen möchten, oder? Norbert.